Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten aus den Schlund-Inversionen öffnen. Diesmal nicht reine Ventir- oder Necrolord- bzw. Nightfear-Kisten, sondern ein bisschen ein Mix, weil ich leider nicht ganz 10 von einer Sorte mehr zusammenbekommen habe. Da fehlen mir so ein bisschen die Twink-Chars. Aber wir haben, ich meine, 6 von den Nightfear-Kisten und 4 dann von den Ventier-Kisten nehmen wir dazu, kommen wir auch auf 10. Und ja, vielleicht kriege ich ja eins von den Mounts, die da drin sind, oder wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, sogar beide, aber so weit wollen wir nicht gehen. Ich würde sagen, wir steigen ein. Kriegskasse der wilden Jagd, einmal aus dem Schlund. Und ja, dann schauen wir mal, Mount drin oder nicht? Nein, in der ersten Kiste waren wieder ein Haufen Conduit-Dinger drin, leider. Okay, dann swappen wir mal hier rüber. Hier haben wir dann auch noch eine Nightfear-Kiste, das ist dann Nummer 2. Habe ich jetzt schon wieder... Ach, ich habe das Pad drin, ne? Und auch die Seelengestalt. Ich weiß gar nicht, hatte ich die nicht schon? Ach nee, mit einem anderen Nightfear habe ich die bekommen. Okay, dann locken wir mal weiter. Dann sind wir hier weiter gelockt. Machen wir Kiste Nummer 3 auf. Nochmal hier eine von der wilden Jagd. Oh boy, ich dachte jetzt gerade irgendwie, ich habe das Mount gekriegt, ne? Aber es war ein Transmog-Teil. Die Schuhe, ja gut, die sind zumindest besser als das, was ich anhab. Dann machen wir noch eine Ernterkiste auf, das ist Nummer 4. War da auch nichts drin. Dann schauen wir mal rüber. Ich habe auf dem anderen noch eine Ernterkiste hier oben rausgezogen. Das ist dann Kiste Nummer 5. Puh, also mit Conduits kann ich mich langsam zuschmeißen, ne? Wie ihr das seht, die muss ich mal irgendwann alle einzahlen. Gut, und weiter geht's. Schauen wir mal, was wir hier noch so rumliegen haben. Da haben wir noch eine... Ventierkiste und eine wilde Jagd. Gut, dann 5 hatten wir. Nummer 6. Nix. Und Nummer 7. Auch nix. Wir haben aber eine Waffe drin. Ein Zweihandschwert. Gut, dass ich hier wieder mal DD drin hatte. Ups, das bringt mir natürlich nichts. Vergeltung hatte ich hier drin. Das sollte ich mal umstellen, ne? Dass die Twinks zumindest, wenn ich diese Kisten farme, ein bisschen mehr Schaden machen, mit bisschen besser Ausrüstung, würde schon ein bisschen was bringen. Gut, also 5, 6, 7 hatten wir aufgemacht, dann müssten wir auch hier noch 2 haben. Nochmal eine von der wilden Jagd. Die Kiste Nummer 8. Und die Kiste Nummer 9. Gut, dann haben wir noch eine letzte Kiste. Mal schauen, wo ich die noch rausfische, auf welchem Zwing. Sodala, letzte Kiste ist am Start. Kriegskasse der wilden Jagd machen wir jetzt als letztes noch auf und... Boy, ich krieg wieder nichts raus. Uff, also langsam wird's ein bisschen lästig, ne? Ich habe jetzt schon echt richtig viele Kisten gefarmt. Sollte leider wieder nicht sein. Ich melde mich wieder, wenn ich wieder, ja, das ein oder andere zum Öffnen habe. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.